Wenn man Berlin-Besuchern erklären will, was unsere Stadt ausmacht, wie sie tickt, sich entwickelt, was diese Gegensätze kennzeichnet, dann muss man dahin, wohin sie jetzt Uli Zelle mitnimmt. Direkt an die Spree nach Friedrichshain zwischen Michael- und Schillingbrücke. In der Nähe sind die teuren Paläste von heute und sowas wie die letzte Insel der 90er am Ufer. Stadtplanung an der Spree kann ja so einfach sein. Aber ist das tatsächlich nun architektonisch gesehen ein großer Sprung nach vorn? Es geht auch anders. So sieht es in Höhe des Holzmarkts aus. Ein Dorf, eine Kleinstadt in der Großstadt. Auf Sichtweite zum Mittelpunkt der Metropole. Eine Spielwiese auf einem Gelände, für das Investoren Millionen zahlen würden. Wie geht das? Nachtschwärmer und Clubgänger kennen den Kater. Daneben, auf dem Gelände der früheren Bar 25, hat sich in letzter Zeit eine innerstädtische Oase entwickelt. Der Club, der kommt dann noch ein paar Meter weiter hinten. Aber er bleibt so. Er bleibt so, wie er ist. Auch immer, wird sich auch immer verändern und ist auch ja das, wo wir herkommen, ne? Der Ursprung. Die Bar 25 war legendär, doch ein Spaß auf Zeit. Das Gelände gehörte der BSR, aus für die Bar, trotz heftiger Proteste. Die Betreiber zogen mit ihrem Kater holzig aufs gegenüberliegende Ufer. Auch da war bald Schluss. Geblieben war der Wille, wieder auf das alte Gelände zurückzukehren. Aber neues Leben sollte hier entstehen. Dafür gründeten die Barbetreiber eine Genossenschaft. Von Anfang an war die Idee, wir wollen nicht etwas besitzen, sondern wir wollen Freiraum erhalten. Das Erfolgsmodell ist es nur dadurch, weil wir selber das machen und selber davon leben. Sie konnten das Gelände schließlich pachten, überzeugten mit ihrem Konzept, es zu entwickeln als Modell für urbane Kreativität. Mit Café, Theater, Restaurant, Bäckerei. Nicht mehr mit Gesichtskontrolle am Eingang, sondern offen für alle. Und das haben wir in einem städtebaulichen Vertrag ganz zu Anfang unterschrieben mit der Stadt, dass hier ein öffentlicher Marktplatz ist, im klassischen Sinne. Das Gemeinwohl soll im Vordergrund stehen und hier soll sich alles permanent verändern. Nichts ist für ewig, alles soll seine Zeit haben. Dieser Ort soll leben von den Menschen, mit den Menschen, die hier vor Ort sozusagen ihre Studios haben, ihre Ateliers haben. Ja, das ist wie eine Collage, so wie auch die Gruppe hier, das ist ein bunter Mix. Momentan ein Mix aus 150 Genossen. Einige davon nutzen die Räumlichkeiten beruflich. Wohnungen gibt es nicht. Wer Genosse oder Genossin werden will, muss mindestens 25.000 Euro einzahlen. Jeder hat eine gleichberechtigte Stimme im Parlament der Genossen. Kaufe ich mir mit 25.000 Euro ein Lebensgefühl in Berlin? Du erkaufst ja erstmal gar nichts, sondern du unterstützt etwas. Und das ist für uns ganz wichtig. Ne? Ja. Zu kaufen gibt es hier nichts. Es gibt wirklich, doch, man kann ein Bier kaufen, eine gute Pizza kaufen. Aber am Ende, den Genossen haben wir gesagt, ihr ermöglicht, dass der Holzmarkt Freiraum bleibt und vom Markt genommen wird, damit er eben nicht zum Verkauf steht. Wir stehen alle für eine Vision, die wir auch für uns alle nicht als Besitz, sondern eine Zukunft für uns und unsere Kinder sehen. Und dafür kann man schon einen Beitrag leisten. Das Geld ist nicht geschenkt. Man kriegt es wieder, wenn man möchte. Das Geld wird ausschließlich für die Entwicklung und Umgestaltung des Geländes genutzt. Über 200 Menschen haben hier mittlerweile ihren Arbeitsplatz und schon interessieren sich Bürgermeister aus New York, Budapest oder Tel Aviv für das Berliner Modell, einen funktionierenden Kiez entgegen aller Renditeinteressen zu entwickeln, mitten in der Metropole.